Es geht ab, Leute, jetzt kommt zu Let's Play Arcania Fall Dorn, Street. was ist los? Milton wartet auf den Schlüsselstein. Konntest du ihn nicht finden? Doch, war kein Problem, aber ich konnte es mir nicht verkneifen und habe einen Abstecher gemacht. Einen Wohin? Abstecher? Wohin? Zu dem Wachturm auf dem Hügel vor der Stadt. Was wolltest du da? Torus vermöbeln. Torus? Wer zum Henker ist Torus? Ein Arschloch, ich kenne ihn schon lang. Konnte ihn noch nie leiden. Ich kenne ihn nur, Alter. Aber er ist mir immer entwischt. Und? Ich habe ihn vermöbelt. Er Wo bin ich ist bei Torus Gothic 3 jetzt? getötet, Mann. Na, in der Kiste. Hey du! Sag dem Arschloch, es soll mich hier rausschmeißen! Ich schlag ihm die Zähne einzeln raus! Ach du Scheiße, sauber Kommt er in geworden. die Kiste? Willst du es wirklich wissen? Nee, danke. Ja, jetzt schon. Also, das war so. Dann schlagen wir uns. Gorn, wo willst du hin? Ich gehe rüber zu Torus Turm und schnapp mir das Schwein. No, jetzt muss ich Wir haben spielen. klare Order von Lord Hagen. Wir sollen das Tor halten und uns nicht von der Stelle rühren. Ja, mach das. Die Order gilt nicht nur für uns, sie gilt auch für dich. Seit wann zahlt mir Hagen Sold? Bewacht ihr nur das Tor. Ich gehe los mit meiner Axt und schnapp mir Torus. Das Schwein wird mir nicht nochmal entwischen. Und auf geht's. Oh, what the fuck, what the fuck? Woher kommen die? Oh, ich dachte, das sind Orks, Alter. Alter, ist er stark. Paar Mal mit One Hit. Der Spasti, Alter. Missgeburt, ey. Ach, 5. Ja, ich kann nicht auf speichern, ne? Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Na, du Wichser. Alter, fick dich doch! Oh, diese verfickten Magier, ich die hasse, ey. Komm. Du Wichser, Alter, jetzt ist so... Bam! Bam, Alter. Missgeburt, ey. Oh, ja. Nice, und krank. Ja, ist schon gut. Ist schon gut! Alter. Ob da was nachwächst, Mann. Togorgendente. Oh, ich bin beim Turm jetzt angekommen. Ich kann nicht mal Spielchen, das ist so behindert. Mit einer Nacht mich, Alter? Er ist ein Ork dabei. Ey, das ist nicht fair. Gorn, Torus, diesmal entkommst du mir nicht. Wer sagt, dass ich entkommen möchte? Du verfluchter Hundesohn, gehst mir schon viel zu lange auf den Sack. Sack? Du hast keinen Sack. Du hast ein Säckchen.
Ich werde dir den Schädel spalten und dich an deinen Eingeweiden von meinem Turm hängen. Red nicht so. Lass mal kämpfen, Alter. Ey, das war ja richtig klar, Mann. Das war richtig klar, dass die zu ihm gehören, diese Wichser, Alter. Ihr Nutten, Alter. Fickt euch doch, Alter. Ich mach dich kalt, Torus, keine Angst. So. Jetzt. Ah, du Wichser, Alter. Machen wir Special Move Kampf oder was? Bam. Bam. Oh mein Gott. Bam, Alter. Das ist richtig fail, so zu kämpfen. Ich hasse sowas. Zack. Bam. Verflucht. Jetzt gehörst du mir. Jetzt gehörst du mir. Und ich werde mir gut überlegen, was ich mit deinem Dann hab ich ihn in die Kiste gepackt und hierher geschleppt. Und was hast du jetzt mit ihm vor? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht hänge ich ihn an seinem Säckchen von der Klippe. Oder lass ihn einfach verhungern in seiner Kiste. Mal sehen. Denk ruhig noch eine Runde drüber nach. Aber gib mir den Schlüsselstein. Ich bring ihn zu Milton. Ja, tu das. Hier ist er. Endlich, Alter. Was hat der Torus eigentlich getan? Der Drecksack hat sich mit den Orks verbündet. Genau. Hat mich bei den Leuten dort angeschwärzt. Und fast hätten sie ihm geglaubt. Ich wollte ihn damals schon... Aber er hat ihn getötet eigentlich. Er ist abgehauen, der feige Hund. Ja, ich habe ihn leider getötet mit Tana schon. Alles meins. Danke, 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 danke. Was wird ich jetzt nicht hier aufmachen? Ich will hier raus. Du kommst doch nicht raus, Spasti, Alter. Hey, komm. Was geht? Okay. Ich hab's geschafft. Verdammt, Alter. Okay, ich habe jetzt alle scheiß Schlüssel da gefunden. Sollen wir zu Milton erstmal zurückkehren? Wow, wo bin ich, Alter? Hier war ich doch grad noch nicht mal. Okay. Hey, Alter, schon wieder so eine Scheiße. Aber da war ich schon. Okay. Wir kommen jetzt zurück. Hä? Oh mein Gott, das ist der ganze Anfang. Oh mein Gott, ich bin so hochgelaufen. Scheiße. Und jetzt? Dahin, glaube ich. Das ist der ganze Anfang hier, ey. Oh shit. Toll, 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 toll. Ich hab kein... Oh, kotz mich übelst an, so langsam zu laufen. Speed! Wiu. Und in die Mitte gelangen, ey. Ja, nice. Nice! Melton, ich komme! Wie verschlossen. Maul. Ah, da bist du ja. Hast du die Schlüssel? Ja, hab ich. Ja, ich hab sie bei mir. Was soll ich mit ihnen machen? Siehst du die vier Y-förmigen Vertiefungen in dem Steinblock hier? Ja.
Leg sie dort hinein. Okay, Digga. Ich habe Und? Was treibt er? Er hat sich ablenken lassen und einen Mann namens Torus gefangen genommen. Torus? Oh, dann bin ich selbst schuld. Ich hätte Gorn nicht in die Nähe von Torus Turm schicken sollen. Die beiden kennen sich schon lange und sind einander schon lange Spinnefeind. Gorn und Torus waren ja in Gothic 1 im selben Clan, im neuen Lager. Also, was das denn geworden ist. Erledigt. Und jetzt? Jetzt hat sich die Tür zum Begräbnistempel geöffnet und du kannst den Tempel betreten. Wenn ich die Texte auf dem Steinblock richtig verstanden habe, hat der Tempel 3 Ebenen. Die 4 Artefakte, die wir suchen, sind irgendwo auf der untersten Ebene. Ich glaube, dass sie nicht nur von den Schlüsselsteinen beschützt werden. In den Texten war von einem tiefen Wasser die Rede und von einem Mechanismus, der das Wasser zurücktreibt. Aha. Wie er funktioniert, kann ich nicht sagen. Du musst es selbst herausfinden. Das werde ich. Okay. Wie sehen die Artefakte aus, die ich aus dem Tempel holen soll? Auch das kann ich dir leider nicht sagen. In den Texten, die ich studiert habe, war nur von den 4 heiligen Artefakten der Göttin die Rede. Die seterifischen Könige hatten sie bei sich in ihrem langen Kampf gegen die Jakindar und die Dämonen, mit denen sie im Bunde waren. Mithilfe der Artefakte konnten die seterifischen Könige die Dämonen schwächen und bannen. Und so konnte ihr Heer schließlich gegen die Flut der Jakindar bestehen. Glaubst du, die Artefakte entfalten ihre Macht auch für uns? Ich hoffe es. Ich hoffe, sie entfalten ihre Macht für dich. Für mich? Damals, vor vielen, vielen Jahrhunderten, waren die seterifischen Könige die Auserwählten der Göttin. So überliefern es die Texte auf dem Steinblock hier. Ich glaube, dass du jetzt der Auserwählte der Göttin bist. Ich bin ein Hirte. Ich habe kein seterifisches Königsblut in mir. War nicht Melgan, der Gründer Fischiers, ein Bastard des ersten seterifischen Königs? Ich meine, so etwas einmal gelesen zu haben. Vielleicht ist das Blut der Könige auch auf andere, geheimnisvolle Weise in deine Adern gelangt. Vielleicht spielt es auch gar keine Rolle. Und es ist etwas anderes an dir, das dazu geführt hat, dass die Wahl der Göttin auf dich gefallen ist. Egal. Ich gehe jetzt in den Tempel und hol uns die Artefakte. Oh, das wird ein Abenteuer. Ja, mein Freund, tu das. Level up! Nice! Kann Punkte setzen. Nice! Speichern! Okay. Wo ist der Eingang? Wo ist denn der Eingang, Milton? Na verdammt, okay, Milton. Was ist eine Scheiße, ey. Ja. Lol, da ist auch schon das Textor. Nice! Verdammte Scheiße, ey. Oh, jetzt muss ich voll lange wieder in der Höhle rum. Hab ich keinen Bock, ey. In der Höhle muss ich jetzt 1000 Stunden lang rumlaufen. Ist schon nötig und was. Da gibt es kein Ende. Oh. Fick dich. Ich hab keinen Mann mehr. Geschichte, kein Digga. Du bist Geschichte. Du bist Geschichte. Bam. Verreck einfach. Bam. Tot. Klatsch. Umgefallen. Umgekippt. Oh, what the fuck, Alter. Bleib stehen, verdammte Scheiße. Bleib stehen, hab ich gesagt. Oje, der ist stark. Alter. Ah ja, Blitzmann. Blitz macht's nicht schnell kalt. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von
Arcania Goskia. Bis dahin.